Herzlich willkommen zur Heute-Show, liebe Zuschauer. Die Heute-Show ist wieder da. Danke sehr. Und jetzt sage ich zum Reinkommen gleich mal etwas Ungeheuerliches. Deutschland muss die Grenzen dicht machen. Und zwar heute noch. Denn Horst Seehofer ist gerade in Ungarn bei seinem Kumpel Orban. Ja, wenn wir jetzt die Grenze schließen, dann kann Seehofer nicht mehr zurück. Ja, das ist nur eine Idee. Ja. Ich finde, das würde viele Probleme lösen. Ja. Überleg mal, was für ein Timing von dem Mann. 3 Tage vor Merkels Showdown-EU-Gipfel besucht er demonstrativ ihren Erzfeind. Der Horst, du. Man freut sich inzwischen ja schon, wenn er mal einen Tag lang nichts kaputt macht. Und ich sage in Anwesenheit des ZDF, bitte der Kanzlerin heute Abend noch, dass nichts angezündet wurde. Bitte der Kanzlerin mitteilen. Wir haben das ordentlich gemacht. Das ist ja total lustig, weil ja tatsächlich gerade immer irgendwo was brennt. Ach nee, ist überhaupt nicht lustig. Mann, wirklich das Verhältnis dieser beiden. Das Verhältnis zwischen Merkel und Seehofer ist total kaputt. Da ist keine Liebe mehr. Haben Sie gelesen? Seehofer gerade im Spiegel? Hier, Frage, wird die CSU eine Kanzlerkandidatin Merkel 2017 unterstützen? Darauf Seehofer. Nächste Frage! Wow! Nächste Frage! Der traut sich was. Er weiß noch nicht, ob er sie 2017 unterstützt. Na, gut, klar. Seehofers Alter, da denkt man nicht mehr so weit in die Zukunft. Aber ich meine, na komm, er könnte doch mal konstruktiv an Lösungen mitarbeiten. Stattdessen denkt er nur an sein politisches Vermächtnis, weil er nämlich Angst hat, dass der irre Söder ihn wegputscht. Ach, übrigens, haben Sie das mitgekriegt? Quentin Tarantino verfilmt jetzt das Leben von Horst Seehofer. Die grüne Grenze in Bayern. Jeden Tag Postkutschen voller Flüchtlinge. Doch ein bayerischer Sheriff hat die Schnauze voll. So geht's nicht weiter. The Hateful Horst. In einem Land ohne Recht und Gesetz. Und mit viel zu wenig Zäunen ist dieser Mann unsere letzte Hoffnung. Wir brauchen wieder Recht. Sag ich doch. Und wenn noch mal einer behauptet, Abschottung und Nichtstun wäre keine Lösung, dann dreht Horst durch. Abschottung und Nichtstun sind keine Lösung. The Horstful Hate. Sehen Sie Donald Trump als Hateful Horst Seehofer, Veronika Ferres als kaputter Schlagbaum bei Passau und wie immer Gérard Depardieu als Angela Merkel. Der neue Tarantino. The Hateful Horst. Eine Gewaltorgie für die ganze Familie. Die CSU, muss man sich mal überlegen, blockiert jetzt längst beschlossene Gesetze, zum Beispiel gegen die Ausbeutung von Leiharbeitern, weil sie sauer sind, dass die Grenze immer noch auf ist. Das ist Kleinkindverhalten. Ich sage, die wollen gar keine europäische Lösung. Es zeigt sich ganz klar im Moment, dass nationale Maßnahmen deutlich erfolgreicher sind als ein europäisches Vorgehen. Ja, die sind tierisch erfolgreich, die nationalen Maßnahmen. Natürlich sieht man ja gerade an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo inzwischen über 10.000 Flüchtlinge erfolgreich mit Tränengas versorgt werden. Ne? Klar, man kann jeden Deutschen verstehen, der inzwischen sagt, Tür zu, es soll keiner mehr kommen. Das verstehe ich. Aber dann muss man auch ehrlich dazu sagen, was die Konsequenz ist. Dann sind die Griechen nämlich ratzfatz am Ende. Einfach nur, weil sie so wahnsinnig doof waren, ihr Land am Mittelmeer zu bauen. Ne? Trotzdem, die CSU will jetzt Zäune. Aber dann können Sie doch heute sagen, das, was die Mazedonier da machen, begrüßen Sie. Ich sage ganz ehrlich, das, was Mazedonien hier macht, das ist eine Art Notwehr. Begrüßen Sie das oder nicht? Das ist eine Art Notwehr. Begrüßen Sie das denn, was da jetzt gerade passiert? Mir fällt nichts Besseres ein. Okay. Ach komm. Macht nichts, Peter. Keiner erwartet, dass dir was einfällt. Natürlich ist es sehr beunruhigend, dass Angela Merkel keinem verrät, wie ihr sogenannter Masterplan aussieht. Wie sie den Rest von Europa noch zu halbwegs menschlichem Verhalten überreden will. Keine Frage, die Frau ist in Europa aktuell eine, ja, wie könnte man das ausdrücken?
Angela Merkel ist mittlerweile eine Art isolierte Bitch. Bitte? Also, die Sprache im ZDF, die verroht aber auch zunehmend. Ach, das war gar nicht der ganze Ausschnitt. Angela Merkel ist mittlerweile eine Art isolierte Bittstellerin geworden. Ah, Bittstellerin. Ja, finde ich viel schlimmer als Bitch, muss ich sagen. Ne? Sie schickt jetzt ihre Minister kreuz und quer durch die Welt auf der Suche nach Verbündeten. De Maizière zum Beispiel hat neulich seinen schwedischen Kollegen getroffen und dabei echt eine Menge gelernt. Schweden liegt nicht in der Mitte Europas. Wesentliche Küsten Schwedens sind Wasser. Nein! Die meisten Küsten Schwedens liegen am Wasser? Aber nicht alle, oder? Guck mal an, du. Ja? Die wesentlichen Küsten Schwedens liegen am Wasser. Ne? Siehst du, Schweden und Deutschland, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Gleichwohl, und das habe ich ja angedeutet und mein kollegischer Kollege auch angedeutet. Ja. Vielen Dank, Thomas, für diese kleine Anekdote von deinem cholerischen Schwippschwager aus Schweden. Aber wir müssen jetzt doch weiter über die GroKo sprechen. Denn Mutti hat ja, das wissen Sie aktuell, nicht nur Ärger mit der verhaltensauffälligen CSU, sondern auch mit der SPD. Sigmar Gabriel will ein Integrationspaket für Flüchtlinge plus, und jetzt kommt's, ein Solidarprojekt für unsere eigene Bevölkerung. Mein Gott, das heißt ja, die SPD hat ein Herz für arme Menschen. Das erfordert ein sofortiges ZDF-Spezial mit Birte Schneider. ZDF-Spezial. Leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Die SPD interessiert sich plötzlich für den kleinen Mann. Guten Abend. Guten Abend. Ich kann es immer noch nicht fassen. Die SPD kämpft plötzlich für arme Menschen. Ein Erdbeben im politischen Berlin. Volker Beck von den Grünen ist vor Schreck die Crackpfeife aus dem Mund gefallen. Irre. Der SPD fällt also ein, dass man echt mal mehr für abgehängte Deutsche machen müsste. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Zufällig, wenige Tage vor den Landtagswahlen und während ihre Umfragewerte total im Keller sind. Crazy. Ja. Ehrlich, der SPD geht total die Düse. Ich hab mal eine Frage. Ja? Wie zufrieden sind Sie mit der SPD? Oh, ja, komm. Oh, ja, komm. Fasst die Situation der SPD ziemlich treffend zusammen. Ja. Aber zum Glück hatte Sigmar Gabriel jetzt seine beste Idee, seit er sich damals hier diese Anzughose mit elastischem Bündchen gekauft hat. Sie hörten den 1000. Sigmar Gabriel Dickenwitz in der Heute-Show. Herzlichen Glückwunsch. So. Und hier jetzt die Gabriel-Idee. Damit keine Neiddebatte aufkommt, im Sinne von den Flüchtlingen schiebt ihr es vorne und hinten rein, zettelt Gabriel selber eine Neiddebatte an. Der Sigmar, der hört nämlich noch auf imaginäre, wütende Wähler, die sagen: Jetzt haben sie angeblich zig Milliarden für Flüchtlinge, aber wenn ich darum kämpfe, dass meine Rente nicht auf 41% des Nettos absinkt, dann erklären die mir, sie hätten kein Geld dafür. Bam, genial! Super. Gut. Jetzt könnte man als notorischer Erbsenzähler natürlich einwenden, dass es nicht die Flüchtlinge waren, die das Rentenniveau gesenkt haben, sondern eine Partei namens SPD. Das war damals, ja, als Gerd, ich färbe nicht, ich töne Schröder, die Rentenkasse geplündert hat, damit sein Kumpel Carsten, ich spiele nicht in Pornos mit, ich sehe nur so aus, Maschmeyer, noch reicher wird. Egal, trotzdem genial. Ja, eben, das mit der Rente, das war die SPD. Niemand kriegt wegen der Flüchtlinge weniger Rente oder weniger Kindergeld. Man kann doch nicht Arme gegen Arme ausspielen. Völlig richtig, Olli. Zum Kotzen, was der Gabriel da macht. Und da hat er sich selber neulich noch vorgewarnt. Wenn man die Armen, die kommen, gegen die Armen, die da sind, gegeneinander ausspielt, dann schiebt man den Brandsatz mitten rein in die Gesellschaft. Mitten hinten rein in die Gesellschaft schiebt man den. Ja. Was ich da in 3 Monaten machen werde, ist echt das Hinterletzte. Ich möchte mir selber in die Fresse hauen. Oh Mann, SPD, du. Kein Wunder, dass die so abkacken. Weißt du, die Sozen, die bräuchten einfach mal frische, unverbrauchte Talente. Haben die doch.
Mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie sorgen wir für besseren. Oh Gott. Jetzt habe ich mich verzettelt. Aber sympathischer als Gabriel. Das ist leicht. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank. Birte Schneider. So, seit dieser Woche heißt es beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mal wieder, NPD, ist das Partei oder kann das weg? Ne? Oder anders gesagt, NPD-Verbot Teil 2, diesmal mit Gefühl. Das letzte Verbotsverfahren, Sie erinnern sich, ist ja krachend gescheitert wegen der vielen V-Männer in der Parteispitze. Und auch für diesen Prozess hatte der NPD-Anwalt diese Woche angekündigt, dass möglicherweise da noch ein Knaller komme. Wenn dann eben nicht noch ein Knaller kommt. Der ganz große Knaller. Von den Knallern. Ja, wo sind denn die im Voraus angekündigten Knaller? Wir warten mehr oder weniger auf diesen Knaller. Achim, er hatte einen Knaller ja angekündigt. Wann kommt denn was? Und was könnte denn da kommen? Ja, was könnte denn da kommen? Ich kann es Ihnen sagen, der Knaller war, der NPD-Anwalt glaubt, er wird bei Facebook ausgespitzelt. Ist nicht wahr. Ey, Erde an NPD. Jeder wird bei Facebook ausgespitzelt. Deswegen ist man bei Facebook. Übrigens ist der Anwalt auch gleichzeitig stellvertretender Parteivorsitzender der NPD im Saarland. Was postet er so? Ah, Fotos von seinem Frühstück und von seiner Katze. Oh, süß. Also, kurz zu den Fakten. Selbstverständlich ist die NPD eine herausragend eklige Partei. Und natürlich reden ihre Funktionäre den lieben langen Tag widerlichen Quatsch. Zum Beispiel ja, zum Thema Integration. Wenn ich ein Schwein in den Pferdestall stelle und lasse das da ein Jahr drin, dann ist dieses Schwein nach einem Jahr immer noch ein Schwein und kein Pferd. Ja, die NPD-Gesichtswurst weiß, wovon er spricht. Denn er hat jahrelang mit einem Schwein in wilder Ehe gelebt. Natürlich möchte man sowas hier gern verbieten. Problem, Dummheit und Rassismus kann man gar nicht verbieten. Abgesehen davon ist die Partei so pleite, die Nazis sprechen untereinander schon von Kassenschande. Ja! Die NPD sitzt nur noch im Landtag von MacPom, hat bundesweit gerade mal 5000 Mitglieder und bei ihren Wahlkampfveranstaltungen rennen sie ihnen auch nicht gerade die Bude ein. Schon traurig. Dafür haben Sie, das muss man sagen, wirklich einen wunderschönen Vorsitzenden. Ihn hier, Frank Franz, der Mr. Germany der NPD, hat neulich Ungeheuerliches enthüllt. Die Gutmenschen haben die Weihnachtsgeschichte verfälscht. Indem sie behaupten, dass Josef und Maria schließlich auch Flüchtlinge gewesen seien. Und Jesus Christus sei ein Flüchtlingskind gewesen. Wer die Weihnachtsgeschichte kennt, der weiß, dass Josef und Maria nicht auf der Flucht waren, sondern wegen einer Volkszählung an ihren Heimatort reisten. So nämlich. Da ist der Frank Franz aber einer ganz großen Sache auf der Spur. Ich weiß gar nicht, wie ich das der NPD schon beibringen soll, aber einer der ersten, die damals den kleinen Jesus besucht haben, war ein Schwarzer. Ja! Ja. Angeblich war Jesus sogar Jude. Soll man die NPD verbieten, nur damit die dann in noch radikalere Vereine abwandern? Ich meine, die fangen ja jetzt schon an, sich zu tarnen. Sogar in ihrem seltsamen NPD-Liedgut. Doch dank all der Medikamente im Fleisch ist der Arztbesuch doch fast schon geschenkt. Okay, man muss sie doch verbieten. Ja. NPD-Verbot. Man kann ja drüber diskutieren. Und das machen wir jetzt. NPD-Verbot, Pro und Contra, reden wir drüber mit einem der renommiertesten Extremismusforscher, die diese Woche Zeit hatten. Mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf, ja. Die wichtigste, sehr kontrovers diskutierte Frage zuerst. War Jesus ein Flüchtling? Oh. Also ich weiß nur, dass er dann im fortgeschrittenen Alter selber ja dann aus Bethlehem vorzog, auch wegen der hohen Arbeitslosigkeit dort. Ne? Er war ja wie sein Vater Zimmermann und in Bethlehem in der Wüste hatten sie ja kaum Holz und
Also den ersten intensiven Kontakt mit Holz hatte Jesus eigentlich erst am Kreuz. Ne? Also insofern glaube ich schon Flüchtling, also Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaftsflüchtling. Ja, Wirtschaftsflüchtling. Ja, ja. Wie wäre dein Votum, NPD verbieten oder nicht? Ich habe es eben gesagt, sie sind fast pleite, haben nur noch 5.000 Mitglieder. Nur 5.000? Oh. Also Pandas gibt es nur 6.000. Also ich... Insofern vielleicht nicht verbieten, eher schützen. Ja, dann kommen die auf die braune Liste der bedrohten Unarten. Ja. Aber das sind natürlich relativ 5.000, klingt wenig. Aber ich meine, wenn die jetzt alle bei dir klingeln, ne, und sagen, kommst du spielen, also dann wird es düster im Hausflur. Ne? Das sind ja nicht irgendwelche Schrumpfgermanen, das ist ja Premium-DNA. Also die brauchen Platz. Ne? Ja. Ich hoffe, das wird nie passieren. NPD-Anhänger, Fans sagen ja, das deutsche Erbgut ist ein besonders schönes, es ist schützenswert. Was ist für dich deutsch, was zeichnet für dich den Deutschen aus? Schützenswert ist unsere Sprache. Ne? Also, die ist einzigartig, die verstehen nur mir. Und, ja, mal Spaß beiseite, unsere Kultur, also unsere historisch gewachsene Kultur, die finde ich einzigartig. Ne? Das ist Schiller. Das ist Andrea Berg. Naja, das ist die Vielfalt. Das ist nicht nur Goethe, das ist auch Fuck you Goethe. Ne? Ja. Also, ich würde sogar sagen, Fuck you Goethe 2. Aber ich kann es jetzt nicht definieren. Ich meine, was ist deutsch? Das sieht man ja auch in der Sexualität. Es gibt gewisse Sexualpraktiken, die sind an Länder. Ne? Also Griechenland, Griechisch, Frankreich, Französisch, eine sehr benutzerfreundliche Anwendung. Deutsch, das ist jetzt, ich weiß nicht, bedeutet vielleicht, dass es pünktlich losgeht. Ja. Aber, ja. Nicht zu unterschätzen. Ja, 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 nicht ja. zu unterschätzen. Ja. Bis zur Urteilsverkündung ist es ja noch ein paar Monate hin, aber man den Fall konstruiert, wenn die NPD verboten werden sollte, was machen wir dann mit den NPD-Funktionären? Sollen wir die umschulen, sollen wir die auswildern? Was machen wir mit denen? Naja, man müssen halt gucken, dass sie irgendwie beruflich so Anschluss finden, wie es passt. Was weiß ich, der Geisterbahn. Ne? Gebrauchtwagenhandel geht eigentlich immer. Ne? Oder eben Argentinien rüber. Wie früher. Wie früher, ja. Ja. Hat sich bewährt. Es ist natürlich in den Umschulungen, das sagt sich immer so leicht, das setzt ja voraus, dass der Proband auch in der Lage ist, Wissen aufzunehmen. Ne? Es gab da mal in Dresden, kursierte die Nachricht, dass ein NPD-Funktionär einen Hirnschlag erlitten hätte. Das hat sich dann Gott sei Dank als Missverständnis rausgestellt, das wäre ja ein Schlag ins Leere. Ne? Also das ist nicht so einfach mit der Umschulung. Ja. Jetzt gibt es ja gerade ein interessantes Phänomen. Tatjana Festerling, Pegida, Frauke Petri, AfD. Frauen dominieren gerade die rechte Szene. Was sagt uns das? Auch in Frankreich, ne? Gibt es ja auch hier diese Hitlerine, diese so Le Penerin. Ja, Le Pen. Le Pen, Le Penerin, genau. Le Penerin. Ja, aber ob jetzt Frauen die besseren Nazis sind, das ist schwer, weiß ich nicht. Also, ne, die haben ja auch immer so Stimmungsschwankungen und das führt dann bloß zu unnötigen Blutvergießen. Also, naja, die müssen sich ja entscheiden. Ne? Marschieren wir in Polen ein? Nein, in Paris, da kann man ein bisschen shoppen. Also, ich möchte jetzt aber den Frauen, die haben auch Führerqualitäten. Ne? Nehmen wir hier Frauke Petri, ne? Die wird ja schon gegrüßt mit Petri Heil. Wir lernen daraus, Frauen in der Politik sind kein Allheilmittel. Ne? Das vermeintlich schwache Geschlecht reißt nun die Maske der Niedlichkeit vom Antlitz und fletscht die Zähne. Mich überrascht's nicht. Ne, ich hatte noch nie Vertrauen in die Frau. Naja, also wenn ich jetzt meine Frau sehe, so, ich will jetzt nicht schlecht reden, ne, alles okay, zappelt und ist warm, aber politisch und privat, da traue ich dir alles zu. Ne? Ja. Gut zu wissen. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. So. Jetzt müssen wir sagen, im Deutschland von 2016 hat die NPD natürlich längst kein Rassismusmonopol mehr. Das gibt es inzwischen überall, das ist weit in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Und ich glaube, heute werden sogar die entsprechenden Preise verliehen, und zwar in der Benito Mussolini Mehrzweckhalle in Zwickau. Und genau da schalten wir jetzt mal live rüber. Herzlich willkommen zu den Rassismus-Oscars 2016. Bitte begrüßen Sie Thorsten Sträter. Danke. Eine kluge Frau sagte einmal, obwohl die Zeit drängt, reden wir stattdessen über die CDU-Politikerin Erika Steinbach, die mit ihren 72 Jahren das Internet derartig flächendeckend mit menschenfeindlichem Streugut vollkackt,
dass man nur den Hut ziehen kann. Wo andere Leute dieser Altersgruppe glauben, Twitter wären Menschen mit Pillemann und Mumu, ist Frau Steinbach schon weiter. Sie beweist, im Netz reicht es nicht, dumm zu sein. Man muss es auch zeigen. Der Rassismus-Oscar geht deshalb hochverdient an Erika Steinbach. Und zwar für diesen Tweet. Hier sehen wir Deutschland 2030. Ein Land, in dem nur noch ein blondes Mädchen lebt und rätselhafterweise sehr viele indische Frauen. Ey, fürs Protokoll. Frau Steinbach ist immer noch die Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Warum eigentlich? Hatte Björn Höcke einen Termin? Oder habe ich diesen ekelhaften Tweet völlig falsch verstanden? Das ist Satire und eigentlich eine freundliche Satire, das muss ich sagen. Ach so, das war freundliche Satire. Ja, dann kann man doch auch ein Hitlerbild posten und drüber schreiben, netter Kontakt, gerne wieder. Aber ich hätte jetzt wirklich mal eine wichtige Frage. Wer zum Schinder ist die junge Frau auf dem Plakat? Steinbachs 38-jährige Enkeltochter? Oder ist dieses Plakat der Grund, warum auf der Photoshop-Seite steht, Weichzeichner ausverkauft? Naja, und wenn Sie jetzt sagen, Sträter, das war aber frauenfeindlich, dann entgegne ich schlagfertig und gerne, nein, das war Satire. Freundliche Satire. Also, der diesjährige Rassismus-Oscar geht völlig zu Recht an Erika Steinbach, die blondierte Abrissbirne der Menschlichkeit, die twitternde Krawalleule der CDU. Ich gratuliere herzlich und frage abschließend, wo kann man hier mal kotzen? Thorsten Sträter, live aus Zwickau. Aber ne, man fragt sich schon, ne, was ist hier los? Flüchtlingskrise. Heute schon wieder neue Enthüllungen zu Beckenbauer. Nur noch Junkies bei den Grünen. Lauter schlechte Nachrichten. Und wenn Sie gedacht haben, schlimmer kann es echt nicht mehr kommen an der Newsfront, weit gefehlt. Das Umweltinstitut München hat Glyphosat in 14 verschiedenen deutschen Biersorten nachgewiesen. Jetzt reicht's! Jetzt verderben sie auch noch den Spaß am Saufen. Ja, Unkrautvernichter im Bier. Glyphosat, entwickelt vom Monsanto-Konzern, ruiniert unseren herrlichen Gerstensaft. Wobei, muss ich gleich einschränkend sagen, diese Studie, das war mehr so eine Stichprobe. Also jetzt kein Grund zur Hysterie in dem Sinne, was sehr schade ist. Denn wir hatten hier schon so schöne Gags vorbereitet. Sowas wie, guck mal, wer da bricht. Ne? Oder auch hier den. Tuborg wird umbenannt in Tumor. Ne? Aber es ist reine Panikmache. Haben wir weggelassen. Wäre reine Panikmache, genau wie dieser neue Werbespot. Keine Kompromisse. Jede Menge Glyphosat. Wie das Land, so der Krebs. Monsanto-Pilz. Giftig, herb. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Ja. Das ist Quatsch. Das Problem ist nicht das Bier. Da müsste ich, kein Witz, 1000 Liter am Tag trinken, bevor es gefährlich wird in Sachen Glyphosat. Das schaffe ich an manchen Tagen gar nicht. Ne? Am kommenden Montag soll eine Expertenkommission der EU die Glyphosat-Zulassung in Europa für 15 Jahre verlängern. Dabei sagt die WHO, also immerhin die Weltgesundheitsorganisation, Glyphosat, das auf 40% der deutschen Böden eingesetzt wird, sei, ich zitiere, sehr wahrscheinlich krebserregend. Unser deutsches Institut für Risikobewertung in Berlin sieht das aber ganz anders. Wer arbeitet da so? Tatsächlich findet sich unter den Mitgliedern der wichtigen Pflanzenschutzmittelkommission des Bundesinstituts für Risikobewertung auch ein Angestellter des Industriekonzerns Bayer. Und gleich noch zwei des BASF-Konzerns. Große Agrarunternehmen, die Geld mit Glyphosat verdienen. Toll. Jetzt geht's mir schon viel besser. Man würde so gerne mal in die Studien der Glyphosat-Befürworter reingucken, aber die sind leider geheim. Und ich frage mich, warum die Eile? Könnte man nicht wenigstens warten, bis die Wissenschaftler sich geeinigt haben, wie gefährlich die Plörre eigentlich ist? Wir schalten mal live nach Berlin zu Dr. Sebastian Puffpaff ins Institut für Risikobewertung. Herr Dr. Puffpaff, was genau machen Sie da eigentlich? Herr Welke, Risikobewertung, das klingt so wahnsinnig trocken. Wir nennen uns lieber das No-Risk-No-Fun-Institut. Ja, jetzt mal ehrlich. Bisschen Risiko ist ja immer. Ne? Sie können sich auch morgens beim Zähneputzen beide Arme brechen. Ist mir schon passiert.
hier zum Beispiel. Hier bewerten wir jetzt gerade streng wissenschaftlich das Risiko, aus dem 8. Stock zu springen. Achter Stock, hohes Risiko. Nicht machen, ja? Glyphosat hingegen, geiles Zeug. Ich verstehe das ganze Theater nicht. Glyphosat, ich meine, das klingt schon gesund. Glyphosat. Ja? Und ursprünglich war das ja auch gar kein Pflanzengift. 1964 wurde das Mittel als chemischer Rohrreiniger patentiert. Und, jetzt beruhigt, Rohrreiniger. Der reinigt. Das ist positiv belegt. Wie kann etwas schlecht sein? Das reinigt. Das können Sie doch trinken. Da passiert gar nichts. Die Jungs von Monsanto bringen das sogar als Energy-Drink raus. Ja, ja. In den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Leberwurst. Und natürlich nicht zu vergessen Mango-Asbest. Sehr lecker. Herr Dr. Puffpack, Sie finden das also völlig in Ordnung, dass sich Ihr Institut bei der Bewertung von Glyphosat auf Herstellerdaten verlässt? Ja, klar. Ja, die haben es doch auch erfunden. Die müssen doch wissen, ob es gefährlich ist oder nicht. Also manchmal, Herr Welke, wenn Sie die Uhrzeit wissen wollen, rufen Sie auch bei der Zeitansage an. Ne? Also mal im Ernst, ja? Wann, und das meine ich wirklich ernst, wann hat uns die chemische Industrie jemals angelogen? Ja, weil Sie zu faul sind, selber zu forschen, wird das Zeug jetzt wieder für 15 Jahre zugelassen. Ja. 5.900 Tonnen versprühen wir in Deutschland jedes Jahr. Und das hat messbare Folgen. Erst im Sommer des vergangenen Jahres zeigten Stichproben aus 18 verschiedenen europäischen Städten, dass rund die Hälfte der Bewohner Glyphosat im Urin hat. Im Urin? Na, was sagen Sie denn jetzt? Bitte, ich habe gerade nicht zugehört. Monsanto, trink dich sauber. Seit ich dieses Wundermittel trinke, habe ich übrigens keinen Urinstein mehr im Klo. Und die Verstopfung ist auch weg. Also beim Klo und bei mir. So, und jetzt muss ich aber auch langsam mal wieder weiterarbeiten, Herr Welke. Wir testen gerade, ob die neuen Bärenfallen von Obi überhaupt was taugen. Bärenfalle, riskant. Ich hatte es befürchtet. Sebastian Puffpaff, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank ins Institut für Risikobewertung. So, Freunde, Weltpremiere. Damit kommen wir erstmals zu unserer nagelneuen Rubrik. Die Heute-Show Parteien-Resterampe. Teil 1, Alpha. Ja, Alpha, das ist diese neue Partei, die Bernd Lucke gegründet hat. Ja, die hatten gerade Bundesparteitag. Und sind sozusagen die Alternative zur Alternative für Deutschland. Findet zumindest Bernd Lucke, ein inzwischen erfahrener Politiker, der sogar Kameramänner zum Einschlafen bringt. So, dass ich Sie auch bitten würde, vielleicht über Alpha nicht zu schreiben als eine AfD-Abspaltung, denn das wird der Realität nicht mehr gerecht. Natürlich hat es diese Austrittswelle aus Alpha gegeben. Ich hätte nicht wieder zurückgeschwenkt, muss ich sagen. Was er sagen wollte, war, berichten Sie doch lieber mal über die aktuellen Erfolge von Alpha. Die Umfragewerte zum Beispiel, die sind kaum messbar. Wirklich jetzt. Den Balken von Alpha, den siehst du nicht mal mit dem Mikroskop. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Denn mal ganz im Ernst, an Ihren Wahlspots kann es nicht liegen. Wenn Mutti die Rezepte fehlen, wenn die rote Soße stinkt, wenn Grünzeug schlecht ist, dann gibt's üblen Einheitsbrei. Einheitsbrei schmeckt nicht. Für alle, die es satt haben, wählen Sie Alpha. Alpha. Und danach eine schöne Tasse Luckefuck. Meine Fresse. Ja, ja, Sie verorten sich wohl irgendwo in der miefigen Ritze zwischen CDU und AfD. Wollen natürlich wie immer den Euro weghaben und ja, was noch? Parteineugründung, das klingt nach den ganz großen Fragen der Politik. In der ersten Abstimmung ging es allerdings um die kleine Pause am Mittag. Große Salatteller Mista mit Pepperdrops, Oliven und Hirtenkäse, dazu Brot. Rinderroulade, Hausfrauenart mit Bohnen, dazu Kroketten. Jetzt haben Sie mich überzeugt. Kroketten! Ne? Wer hat sonst Kroketten im Wahlprogramm? Neben Lucke gibt es übrigens noch zwei weitere Alpha-Superstars, die Sie kennen. Hans-Olaf Henkel und Joachim Stabatti. Ja, die beiden alten Schlachtrösser hier. Ja?
Die haben sogar neuerdings eine eigene coole YouTube-Serie. Die heißt Die Zwei aus Brüssel. Und da unterhalten sie sich, muss ich schon sagen, total natürlich und ungestellt über Politik. Weißt du was? Die Kollegen hier im Parlament glauben, dass Deutschland auf die Couch muss. Du, da hast ja recht, da gehörst du auch hin, wenn ich das sehe. Das ist ja lustig, der Vergleich. Deutschland gehört auf die Couch. Aber wenn ich diesen Irrsinn sehe, der bei uns gemacht wird, und die Grünen, du, wenn ich die Grünen schon höre. Ich habe gerade eine tolle Idee. Weißt du was, wir schreiben ein Buch zum Titel Deutschland muss auf die Couch. Was hältst du davon? Du. Machen wir das? Ich bin begeistert. Okay, klasse, machen wir. Du, Oliver, da fällt mir was ein. Wir schreiben ein Buch zum Titel Zwei alte Opas labern Scheiße. Gute Idee, Oliver. Hervorragend. Ich bin dabei. Wobei? Könnte ich stundenlang gucken. Der große Alpha-Parteitag in Ludwigshafen, liebevoll begleitet von unserem Pflegedienstleiter Carsten van Rissen. Viele ausrangierte AfDler haben sich zu einer Selbsthilfegruppe zusammengetan. Alte Leute für Alte. Kurz Alpha. Ein mutmachendes Projekt, das wir uns jetzt mal ein wenig näher anschauen möchten. Sehe die alten Menschen, sie sitzen oft wartend, sie sitzen nur noch da. Haben Sie die auch als Schnabeltasse da? Nein, keine Schnabeltasse. Das ist mutig. Ich weiß. Beschäftigt in der Alpha, ich habe im Moment 8.000 Flyer verteilt, möchte noch mehr verteilen. 8.000 Flyer für den Seniorenstift verteilt schon? Natürlich. Und ich möchte noch einmal 3.000, 4.000 Verteiler. Ich komme von Bad Rastatt. Wir haben die letzten zwei da. Kriegen Sie die Fahrten eigentlich bezahlt mit dem Bus oder holt Sie da einen Zivildienstleistender ab? Ich fahre mit meinem Privat-PKW, da sind noch Kollegen dabei. Sie dürfen noch fahren? Ja, natürlich. Glauben Sie, dass Sie den Erfolg der Partei noch erleben werden? Das ist eine gute Frage. Wo glauben Sie, wird der Weg hinführen mit der Alpha? Der Weg führt zum Erfolg. Wohin sonst? Das glauben Sie wirklich? Selbstverständlich. Sind Sie da fest von überzeugt? Fest, felsenfest. Sie augenscheinlich nicht? Nee, nicht dann gucken wirklich. Sie sich mal diesen Saal hier an. Ja, lauter Alte. Eine Frage habe ich noch, die brennt mir eigentlich schon den ganzen Tag unter den Nägeln. Wo kriege ich denn hier eine leckere Tasse Bohnenkaffee her? Da müssen Sie sich vielleicht selber drum kümmern. Ich glaube, Sie sind alt genug. Die Eskimos setzen ihre Alten ja auf eine Eisscholle und lassen sie dann langsam davon treiben. Ist das nicht letztlich humaner, als in der Alpha dahin zu siechen? Sie lachen, also ist das so Galgenhumor? Die Zeit hat sich verändert. Versuche zu verstehen, was ihr lehrt, Blick und sagen. Was sind so die eigentlichen Fälle, die bei solchen Veranstaltungen passieren? Ist es Kreislaufschwäche oder ist unter es Umständen, Inkontinenz? Ja. Nein, wenn sich jemand aufregt zum Beispiel, ne? Oder vorhin, da wird man mal gefragt zum Beispiel, können Sie mal sagen, wo die Toilette ist oder so? Ja. Es läuft einfach. Richtig, richtig. Sehr, sehr viele Menschen hier, ist das jetzt alles politisches Interesse oder schon auch senile Bettflucht? Ja, das ist halb und halb, würde ich sagen. Ja. Weil es ist ja schon ernst gemeint. Aber man hat schon manchmal zwei. Ja, ist ganz schlimm, weil ja keine der Parteien was machen kann. Keine der Parteien kann was machen. Keine. Alpha, wofür steht das L in Alpha? Oh, wofür steht das L? Alternative, ne? Nee. Oh, nee. Kuchen. Der Sex des Alters. Carsten van Rissen, und das war die Heute Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch.